Ich bin zufällig auf den B-Router gestoßen und wollte euch den unbedingt mal vorstellen. Der kann nämlich zwei geniale Sachen, die andere Portale nicht können. Zunächst mal zeige ich euch rechts die Leiste kurz. Man kann die Ebenen OpenStreetMap.de und die normale OpenStreetMap auswählen. Und hier sieht man auch schon den Unterschied. Die OpenStreetMap.de ist etwas übersichtlicher und die normale nicht so ganz. Und was ich cool finde, das habe ich auch nur hier gefunden, man kann Höhen schummern, also so dass man die Berge besser sieht, ein- oder ausschalten. Sieht man zum Beispiel hier, wenn ich jetzt einschalte oder ausschalte, deutlich den Unterschied. Ich fahre nur Berge zum Beispiel, das ist schon cool, wenn man das sieht. Und was ich auch hier cool finde, man kann Radfahren markierte Routen sich anzeigen lassen. Das ist in Deutschland ein Paradies, das sieht man auf einen Blick. Finde ich auch genial, kann man sich super orientieren und hier sind auch meistens dann Markierungen. Zum Beispiel hier am Rhein der Eurovelo 15. Und wandern genauso, da wird es nochmal unübersichtlicher, weil es hier im Schwarzwald so viele Wanderwege gibt. Alle markiert, zum Beispiel hier der Jakobsweg verläuft hier und sämtliche anderen markierten Wanderwege erkenne ich hier. Dann wollte ich euch zeigen, was kann B-Router, was andere nicht können. Das ist zum einen, hier kann ich wählen, natürlich Rennrad, kürzeste Route und, das ist klar. Aber besonders interessant finde ich Eisenbahn. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Strecke von München nach Hamburg mir auf den Gleisen entlang die Route anzeigen will, dann gehe ich hier zum Hauptbahnhof München. Wähle diesen Stift links, links klicken, dann gehe ich nach Hamburg zum Hauptbahnhof, klick noch einmal links, dann berechnet er die Route. Wenn ich jetzt nochmal klicken würde, wird er nochmal einen Punkt machen. Das kann man einfach mit Escape abbrechen. Die ganze Route sieht dann so aus. Das ist natürlich nur ein Vorschlag. Es gibt ja praktisch unendlich viele Möglichkeiten, auch auf der Schiene nach Hamburg zu kommen. Diese Route ist 750 Kilometer, steht unten links und finde ich einfach cool insofern, weil wer sich schon immer gefragt hat, welche Strecke der Zug fährt, zum Beispiel gerade schöne Sachen hier. Am Harz entlang zum Beispiel, das kann man sich eben ganz genau anzeigen lassen, wo er fährt. Wenn ich ranzoome, sehe ich auch wirklich, er hat hier exakt die Schienen genommen, um die Route zu planen. Klasse Sache. Und ich kann mir hier sogar den Höhenunterschied, zeigt er an, sind 1725 geht's hoch, ist schon heftig. Und man kann sich hier sogar das Höhenprofil anzeigen lassen. Und wenn ich mit der Maus hier durchfahre, kann ich mir auch anzeigen lassen, wo welche Steigung ist. Zum Beispiel hier rot ist eine heftige Steigung, das ist hier der Thüringer Wald, dann geht es wieder runter und dann noch einmal hier hoch und dann geht es runter Richtung 0 bei Hamburg. Orange bedeutet mehr oder weniger gerade, also keine Steigung und grün runter. Also wenn ihr mal eine Strecke gefahren seid, die wunderschön war, zum Beispiel die Schwarzwaldbahn Karlsruhe-Konstanz, dann schaut euch mal die Route an. Ihr könnt dann zum Beispiel eine Route für Fahrrad planen, die möglichst da verläuft. Wenn ich die Route löschen will, klicke ich hier auf den Mülleimer und kann die Route hier einfach löschen. Das zweite Geniale ist für alle, die mit dem Boot fahren, Flusswandern machen etc., kann ich hier tatsächlich Fluss wählen. Und ich mache jetzt einfach als Beispiel zum Beispiel von Basel, klicke ich wieder auf Stift und hier direkt im Rheinknie mache ich das jetzt mal und dann bis Köln. Zack. Berechnet er auch dann wieder Escape, um zu abzubrechen, sind 520 Kilometer entlang des Flusses. Und hier sehe ich halt auch exakt dann den Verlauf. Vor allem hier der Mittelrhein, schön die Schleifen. Höhenunterschied, es geht 210 Meter runter, ist schon einiges auch. Und auch hier kann ich mir den Verlauf anzeigen lassen, geht natürlich nur sanft nach unten.
Die Kilometer werden hier auch immer unterwegs angezeigt, 240, 320 und so weiter. Natürlich kann ich mir auch ganz normale Fahrradstrecken nach Lust und Laune, zum Beispiel hier Trekkingrad, berechnen. Zum Beispiel will ich jetzt von Nürnberg wieder Stift anklicken nach Erfurt. Der berechnet dann so ziemlich die kürzeste Route und die kann ich natürlich auch hier ändern, indem ich einfach zum Beispiel hier ziehe und sage, ich will durch den Naturpark Fränkische Schweiz hier, zack, mittendurch. Kein Problem. Und genauso kann ich sagen, ich will hier durch den Thüringer Wald noch weiter westlich, kann ich hier einfach klicken. Zack, erledigt, wird dementsprechend länger und hier gilt überall genau das gleiche. Entfernung wird unten angezeigt. Hier die Höhenmeter, da sind heftige Steigungen natürlich dabei. Genial, was mir am B-Router gefällt, der läuft ultra flüssig. Also ich habe hier relativ langsames Internet eigentlich, aber wenn ich jetzt einfach mal zum Spaß hier ranzoome, das geht ultra schnell eigentlich. Die Karte läuft sehr flüssig und auch das Planen geht super schnell. Was ich auch machen kann, ist hier exportieren natürlich. Ich könnte diesen Track jetzt hier als GPX, KML oder sonst was mit oder ohne Wegpunkte exportieren. Genauso das Gegenteil, ich kann Routen hochladen, um sie zu analysieren, wenn ich das nicht anderweitig kann. Was ich hier nicht kann, ist in dem Portal Routen speichern, anlegen, wie in Naviki zum Beispiel. Das ist wirklich nur dazu da, um jeweils einen Track zu verarbeiten, zu analysieren. Aber so als Planungstool nebenbei, als Spielerei auch, finde ich es absolut genial. Und so Specials hier finde ich auch die kürzeste Route, die sicherste Trekkingrad, keine Fähren, keine Treppen mit wenig Verkehr, finde, also so Nischensachen finde ich hier, Liegerad, Velomobil, wer hat sowas schon, finde ich echt genial. Probiert's einfach mal aus. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.